Ein viergängiges Menü, dazu ein persönlicher Benimmcoach, modische Tipps zur Abendbekleidung und ein perfekt dekorierter Speisesaal. Sie denken nun, Sie sehen jetzt einen Werbefilm über das Hotel Hilton? Falsch gedacht, wir waren letzten Donnerstag im Gradweiner Jugendtreff Click-In, eine sozialpädagogische Einrichtung in den Gemeinden Gradwein und Judendorf-Strassengel, und haben eine Veranstaltung unter dem Titel Das perfekte Dinner mit der Kamera besucht. Ja, uns ist aufgefallen, dass wir Jugendliche auch haben, die noch nicht auf Bälle gehen können, einfach weil sie zu jung sind, aber sie trotzdem gerne einfach einmal in einem schönen Rahmen bewegen wollen. Und dann haben wir gesagt, wir organisieren heute dieses Nobel-Hobel-Dinner. Wie bist du zu dieser Idee gekommen, beziehungsweise hast du das irgendwo abgeschaut? Natürlich, im Fernsehen gibt es diverse perfekte Dinner, perfekter, keine Ahnung, wie heißt das? Messer, Gabel, Herz. Und wir haben einfach da eine Mischung draus gemacht und haben uns gedacht, wir machen auch unser eigenes Click-In-Dinner mit vier Gängen. Natürlich wollen unsere Zuseher jetzt genaueres über diese vier Gänge wissen. Zur Vorspeise hat es gegeben den Gruß aus der Küche. Das sind zwei verschiedene Aufstriche, zu denen es Brot gegeben hat. Im Moment gibt es jetzt gerade die Vorspeise Salat Caprese. Also einfach Mozzarella mit Tomaten und Balsamico-Dressing-Creme. Später gibt es dann noch eine Suppe als zweite Vorspeise, oder? Mhm. Der Hauptgang ist Wiener Schnitzel mit Kartoffeln. Und zur Nachspeise gibt es Schokoladencreme mit Sternfrüchten und Physalis. Was sagt Ihnen der Name Adolf Freiherr von Knigge? Seine Regeln der Etikette und der Umgangsformen haben seit mehr als 200 Jahren ihre Gültigkeit. Und so wurden die Jugendlichen an diesem Abend auch von einem Benimmcoach in die Knigge-Umgangsregeln fachkundig eingeführt. Was wäre der größte Fehler, den man bei so einem noblen Essen machen kann? Das zu werten ist für mich jetzt sehr schwer. Es gibt ein paar No-Gos, die man unbedingt nicht machen sollte. Zum Beispiel sowas wie am Tisch telefonieren. Es geht zum Beispiel nicht zu schmatzen, mit vollem Mund zu essen, auf das Bitte, auf das Danke zu vergessen. Das sind einfach so ganz, ganz klassische No-Gos, die einfach nicht akzeptiert werden von der Gesellschaft. Und mit welchen Erwartungen haben Jugendliche diese Veranstaltung im Click-In besucht? Also ich bin hier, ich habe mich eingeladen, habe einen Freund aus der Schule und erwarten tue ich mir eigentlich, dass es super Essen gibt und dass die Kellner nett sind und dass der Benimmcoach schon sehr viel beibringt. Ich bin öfters im Jutz und ich habe dort erfahren, dass es das Dinner gibt und wurde ich aufmerksam und ja, dann wollte ich da hingehen und dass ich mir hoffe, dass ich viel lerne dabei, auch wieder. Und dass ich ein gutes Essen kriege und dass alles gut abläuft. Das überregionale Interesse an den unterschiedlichsten Aktivitäten im Jugendtreff Click-In macht natürlich vor den Gemeindegrenzen nicht Halt. Und so haben wir dort auch die Journalistin Lucia Schnabel getroffen. Ich habe jetzt eine Kollegin von der Schreibenden Zums von dem Mikrofon. Was treibt dich hierher nach Gradwein? Ich schreibe für die Woche Graz-Umgebung Nord und mich hat eben interessiert, ob die Jugendlichen überhaupt etwas wissen über Benimmregeln, inwiefern sie etwas wissen, was sie wissen möchten. Und ja, das möchte ich dann auch an die Leser weitergeben, damit die sich dann beim Silvesteressen nicht blamieren. Das perfekte Dinner, ein kulinarisch köstlicher Abend mit dem Feinschliff in Sachen gutes Benehmen. Fortsetzung folgt.